Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Oriental Night. Ja, heute wird es auf jeden Fall sehr interessant bei uns, denn vor knapp 5 Monaten hat sich einen sympathischen und durchgeknallten Gast, der behauptet hat, ich bringe bald meine erste DVD raus. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob das stimmen könnte, aber es stimmt. Denn wir präsentieren heute nämlich Buddy Ogün, den Überflieger im Internet, der wirklich mit seinen Videos, mit seinen Charakteren so viele Herzen im Sturm gewonnen hat. Ja, der hat ja schon mehr als, keine Ahnung, wie viele Millionen Klicks, wenn man alle seine Videos zusammenzählen würde. Und das Ganze hat er gedacht, du, ich mache da mal was ganz Besonderes und präsentiere meine erste DVD. Und zwar die VIP-DVD. So sieht sie aus. VIP, was los, Alter? Ja, und darüber werden wir uns nämlich heute unterhalten und mit meinem Talkgast. Wir werden natürlich auch diese DVDs verlosen. Folgende Nummer solltet ihr euch schon mal merken. 01378 98 98 03. Das ist die Gewinn-Hotline, falls ihr diese DVD gewinnen möchtet. Also notieren. Im Laufe der Sendung wird es natürlich dazu eine Frage geben. Und falls Buddy Ogün ein Thema sein sollte, zum Beispiel für den Chat-Kebab, dann könnt ihr da auch anrufen. 040 für Hamburg, 1 3 mal die 8, 10 3 mal die 2. Und dort habt ihr nämlich die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Zum Beispiel, ob Buddy Ogün ein cooler Typ ist oder doch normal sein könnte. Ist der Türke oder Deutscher? Man weiß es ja alles nicht. Darüber könnt ihr natürlich miteinander diskutieren. Ihr könnt darüber euch unterhalten. 040 für Hamburg, 1 3 mal die 8, 10 3 mal die 2. Das ist Chat-Kebab, eure Kommunikationshotline per Telefon. Ja? Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was heute Abend so bei uns in der Sendung passiert. Ich habe natürlich einige wieder Spiele vorbereitet für Buddy Ogün, damit ich mal seine Intelligenz testen kann und mal gucken, wie schlagfertig er wirklich ist. Nee, Leute, was geht ab? Ich gehe Handelsschule, ne? Das Ding ist, ich bin 3-mal sitzen geblieben. Jetzt bin ich so Anfang 20, die anderen sind alle so zwischen 16 und 18, das heißt, ich bin so Big Baba-mäßig, ich schwör, alle hören auf mich, ist so. Auf jeden Fall gestern, ne, mein Mathelehrer, der Hund, der hat mich mies aufgeregt, ich schwör. Er hat so gestern Arbeit wieder gegeben und er hat mir so 5 gegeben, ne. Danach, ich gehe so zu ihm hin, ich sag so, kann man noch was machen? Der Opfer, er sagt so, nein. Ich sag so, ja, aber ich sehe ein, dass meine Lösungen falsch waren. Er sagt so, ja, das ist schön, aber an der Note, das ändert nichts. Dann ich sag so, ja, aber Mathe, das ist ja auch so mäßig Interpretationssache. Beispielsatz von Pythagoras so, A und B, das ist ein Quadrat, aber man könnte auch ein Dreieck draus machen, ich schör. Er sagt so, nein, das ist keine Interpretationssache, die Note, er bleibt und Ende. Dann bam, ich habe ihm so einen miesen Dreck mit der Faust gezogen, ich schör. Aber mein Telefon vibriert. Ja. Hallo Sönke, na? Du Sönke, hattest du mit dem Prof nochmal gesprochen? Auch nicht. Du, ganz ehrlich, Sönke, ich finde dieses Verhalten absolut daneben. Ja, ich finde es einfach super schade, dass er sich bei so einem konstruktiven Vorschlag so querstellt. Ja, du, ich glaube, ich spreche ihn da morgen nochmal drauf an. Ja, das mache ich wohl. Ja. Ach du, Sönke, denk jetzt bitte wirklich mal an den gelben Textmarker, den ich dir geliehen hatte, ja? Super. Ja, alles klar. Ja, mach's gut, bis dann. Tschüss. Auf jeden Fall gestern, ne? Ich hatte dann noch so ein Gespräch mit Direktor von Schule, ne? Das Ding ist, er hat so Angst vor mir, ich schör, als er mir den ersten Mal Verweis geben wollte, ne? Ich habe ihm so gesagt, wenn er mir Verweis gibt, dann tätowiere ich ihn ein Aal auf die Stirn. Dann, er meinte so, ja, er muss so glaubwürdig bleiben, deswegen kriege ich halben Verweis. Ich meinte so, wenn er mir halben gibt, dann reiße ich ihm seine Kniekehlen raus, ich schör. Wir haben uns so auf Achtelverweise geeinigt, ich schör. Man fliegt von Schule bei 4 normalen Verweisen, also ich darf insgesamt 32 haben, was ist? Gestern, ich komme zu Direktor, ne? Er sagt so, ja, ich musste wegen der Geschichte mit Mathelehrer leider wieder Achtelverweis geben. Ich sag so, gar nichts los, Digga, das ist erst mein 20. Was ist das, ne? Ah, ist wieder mein Telefon. VIP, was ist das? Was ist los, Denise? Was willst du? Du willst wissen, wie man begeisterungsfähig schreibt? Wozu das denn? Eine Bewerbung für was? Für eine Kasse drinne? Begeisterungsfähig? Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal 2 Wörter. Ja, begeisterungs und fähig. Ja, beide groß. Ja, begeisterungsfähig, also B wie Hamburg, E wie Norwegen, G wie Ungarn, jetzt wird's schwierig. Was? Du schreibst das doch nicht? Ist nicht zu kompliziert? Ja, dann schreib doch einfach, dass du dicke Titten hast. Ja, das begeistert die Leute doch sowieso am meisten. Ja, Titten wird groß geschrieben. Ja, und zusammen. Ja, tschüss. Aber Schule, ne, das sind sowieso alles Opfer, ich schwör.
Letztens, ne, mein Deutschlehrer, er sagt so, heute, ich will euch mal richtig mit was fordern. Wir beginnen mit einem neuen Buch, er heißt Faust. Ich dachte so, Power, endlich mal Buch, wo es um Bäuerei geht, ich schör. Dann ergibt er zu dem Buch, so eine Sprache wie in dem Buch, ne, ich habe davon noch nie mein Leben gehört, ich schör. So, hallo Frau Dame, wenn ich Sie sehe, dann sei mir gestattet, dass Sie mich um eine Hand bitten. So mäßig, ich schör. Ich habe so den Buch genommen und aus dem Fenster geschmissen. Mein Lehrer, er sagt zu Orgün, so willst du nie deinen Hauptschulabschluss nachmachen. Wenn er wüsste, der Knecht, ich schwör, wenn ich will, ne, ich könnte mir sofort Abitur klar machen, ist so. Kollege von mir, er hat sehr guten belgischen Farbdrucker, damit kann man fälschen. Aber ich warte noch so 2, 3 Jahre, ich schwör, jetzt im Moment ohne Schule, das wäre viel zu langweilig, ich schwör. Bad Jürge, meine Damen und Herren, wir werden uns gleich mal über seine VIP, wie nennst du das? VIP, was so. VIP, was los, der VD unterhalten. Normal, Digga. Verlosen wir zusammen, ja, heute. Digga, so viel du willst, ich so. Wir haben insgesamt 20 Stück, also 18, 19, kannst verlosen, eine bald, ich was du's. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das gemeinsam hinkriegen. Bad Jürgen, meine Damen und Herren, bei uns nun an der Seite und darum geht es. Das ist die DVD, VIP, was los. Ja, die werden wir auch heute Abend verlosen. Deshalb solltet ihr gut aufpassen, denn ich habe von Buddy eben gerade gehört, es gibt 20.000 DVDs, die wir heute Abend gemeinsam verlosen. Ich soll nur die Rufnummer merken, 01378 98 98 03. Die Quizfrage kommt, vielleicht kreiert Ogün für euch eine wunderbare Frage. Merhaba Ogün, na, wie ist es? Ihr nasin? Ben de iyiyim, ben deyim. Çok sağ ol, eksik olma, eyvallah. Ogün, kommerzieller Erfolg vom Feinst, ne? Ich meine, du hast gesagt, damals, als du hier warst, hast du gesagt, hey, die Leute, ich habe da im Garten irgendwo auf der Wiese gesessen, da hat mich irgendjemand ein Typ gefilmt und dann war ich auf YouTube. Ja. Und jetzt ein ganzer Film? Ja, normal, Digga, du bist VIP, du weißt, weißt du, Digga, Auflage, erste Auflage, ne? 280.000 DVDs, Digga, 270.000 jetzt schon weg, Digga, 10.000, ich verschenke noch, was ist das, weißt du, Digga, läuft. Digga, erstmal, Digga, ich habe wieder was geträumt für dich, Digga. Schon wieder? Letztes Mal auch schon, ja, ne? Schon, letztes Mal, ja, letztes Mal auch schon. Aber diesmal Albtraum, Digga, ich schwör. Dings, du warst so ein großer Frosch, weißt du? So ganz großer Frosch. Du hast mich aufgegessen, Digga, weißt du? Also nicht direkt, also du hast mich in den Mund genommen, runtergeschluckt und dann in den Magen, ne? Da waren ich und Fatih Terim, ich schwör. Und dann, du meintest so... Ja, den würde ich gerne aufessen, wenn ja, ich Digga, und du meintest so, okay, alles klar, Leute. Wenn ihr raus wollt, ne, dann, Dings, Orgin, er spielt auf Akkordeon, Boogie J. Und Fatih Terim, er singt dazu, ne? Du meintest so... Ja, ehrlich so. Du meinst so, wenn ihr gut singt, dann ich lasse euch frei. Also, und wenn nicht, dann ihr bleibt für immer an meinem Magen, ich schwör. Aber was tust du, hast Glück, dass ich hatte Akkordeon-Kost, Digga, ich schwör. Ich hab gut gespielt, Fatih Terim, er hat mies gesungen, ich schwör. Er hat Powerstimme. Ja, und dann, wir sind zum Glück freigekommen. Aber Albtraum, Digga, ich schwör, ehrlich, ist so. Aber du weißt schon, dass Fatih Terim nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft der Türkei ist. Aber singen, er kann immer noch, ich schwör. Immer noch? Digga, ich hab dir was mitgebracht, von Herzen, Digga. Was? Oh, vom Herzen. Das so präsent, was tust. Für den hübschesten Morato, aber du musst lesen, was da steht. Das muss ich echt lesen. Für den zweithübschesten Türken der Welt. Ja, pass auf. Kann man noch nicht lesen, aber steht da wirklich. Ja, für den zweithübschesten. Pass ja. auf, ich bin nicht auf Platz 1. Ach so, entschuldige, ich dachte du. Ich bin auf Platz 7, wenn ich. Auf Platz 1 ist Ilhan Manz, Digga. Ich, ah, Imanzes. Kennst du doch, Digga? Und der ist ja von Beşiktaş, hallo? Mann, Digga, was ist das? Ah. Ja, er ist auf Platz 1, du bist auf Platz 2. Nicht schlecht. Ich bin auf Platz 7, aber ich steig noch. Vor mir ist Mesut Özil, weißt du, von Werder Bremen. Der Hund. Ja, er ist auf 6, aber ich überhole ihn noch. Weil Dings. Weil der ist doch nicht hübsch. Ja, aber er hat miese Ohrläppchen. Musst du auf, Digga. Echt? Ja. Mir nicht aufgefallen. Der eine ist größer als der andere, weißt du, so, dass die Leute finden das sehr interessant. Also, du meinst, Konturen haben ist immer gut. Ja, normal, so Dings. Er muss immer so aussehen, ein bisschen wie Schreck, weißt du, dann ist gut. Aber er ist nicht grün. Ja, obwohl er spielt in einer grünen Mannschaft. Nicht, Digga, obenrum nicht, Digga. Aber sein Bauch, man munkelt, Digga. Vielleicht hat er grünen Bauch, weißt du, was ich meine? Sag mal, erzähl mal, wie lange hast du denn, oder wie kam ihr, oder wie seid ihr zu der DVD gekommen? Ja, Digga, das war so, Dings, meine Manager und ich, ne, wir wollten so Tour, weißt du, Tour, was du so, Dings, was du so, vor Ausverkauf, nein, ich hab Dings, in Detmold, ne, ich hab für 97.000 Leuten gespielt, ich, nein. Alle haben sich ausgezogen, oben und, na, auf jeden Fall, Dings. Auch die Männer haben sich ausgezogen. Ja, Dings, da hab ich weggeguckt, aber, ne, aber auch, ich, alle, auch Hausmeister kamen so, auch ausgezogen, was du. Auf jeden Fall, Dings, hey, wir wollten so Tour und dann, wir haben noch so ein Opfer entführt, so, er hat genervt, ich schwör, er hat so, mein Manager, er hat ihn so sein Fahrrad angefahren, ne, und dann hat er so rumgeholt, die Stars, die Polizei, und wir mussten ihn kurz entführen. Ja, und dann, das war so ein Typ dabei, er war so mit Handykamera die ganze Zeit, weißt du, und er hat alles so gefilmt, so, also einmal Tour, ne, er hat so Live-Programm so gefilmt, so, mit Stativ-Handy, weißt du, Handy so auf Stativ, und dann, danach so, was passiert nach Auftritt, Digga, weißt du, es gab's alles, ich schwör, es gab's Party, Weiber, Beulerei,
Alles, was ein Gangsterherz begehrt. Ich schwöre. Es gab noch Romanze, weißt du so. Bist du denn romantisch? Ja, normal. Ich hatte so, es gab so Techtelmechtel mit einem Aal. Ja, so sexuelles Techtelmechtel mit einem Aal. Fisch, Aal. Ja, der Fisch. Ich liebe Aal, ich schwöre. Also, ist nichts passiert, ne? Nicht, dass du denkst, so, aber so, nur Techtelmechtel, weißt du? Alles da drauf. Im Wasser? Schwöre. Ja, das ist Geheimnis, Digga. Ach so, das dürfen wir noch nicht verraten. Nein, aber war sehr romantisch. Alles da drauf, ich schwör. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Alles da drauf. Ja, die DVD gibt es heute Abend zu gewinnen. Notiert euch mal die Nummer 01378 98 98 03. Bad Jürgen, was los? VIP. Und nach der Werbung geht es bei uns weiter. Es gibt bestimmt noch die eine oder andere Überraschung. Lasst euch auf jeden Fall gemeinsam überraschen.